Was passierte eigentlich mit Dolores Umbridge nach dem Zaubererkrieg? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Wenn ich dich bitten würde, einen Namen in der Harry Potter Welt zu nennen, den du nicht ausstehen kannst, dann wird dies wahrscheinlich unter anderem der Name Dolores Umbridge sein. Im heutigen Video werden wir über sie sprechen und was mit ihr geschehen ist, nachdem der Zaubererkrieg zu Ende ging. Du hast den Titel des Videos gesehen und fragst dich daher bestimmt auch, was nach der Schlacht mit Dolores passiert ist. Hat sie überhaupt in der Schlacht um Hogwarts teilgenommen? Wurde sie begnadigt oder ist sie geflohen? Sie ist auf jeden Fall eine der schlimmsten Schurken in der Zaubererwelt gewesen. Sie verbreitete Kummer und Elend, nur versteckt unter ihrer Maske, unter ihrer kleine Dame mit Anstand-Maske. Dabei ist sie tatsächlich eine der meistgehassten Figuren in der Harry Potter-Saga. Dolores Umbridge ist definitiv nicht die böseste Frau im Harry Potter Universum, aber sie gehört auf jeden Fall auf die Top-Liste. Sie ist eine sehr glaubwürdige Frau, die brutal ehrlich ist, und ich bin mir sicher, wir alle kennen jemanden in unserem Leben, der auch einfach ohne Grund fies und gemein ist. Als Umbridge nach Hogwarts kam, brachte sie alles durcheinander oder, wie sie sagen würde, in Recht und Ordnung. Sie fängt an, Regeln einzubringen und Leute zu entlassen. Sie beeinflusste sogar den Minister für Zauberei, ihr mehr Macht zu geben in Hogwarts und sogar mittelalterliche Bestrafungsmethoden anwenden zu dürfen. Dolores Umbridge folterte Schüler und bekam Informationen aus ihnen mit Zaubertränken wie dem Veritaserum heraus. Sie war außerdem kurz davor, Harry Potter selber mit dem Cruciatusfluch zu foltern, um die Informationen aus ihm zu erhalten, die sie haben wollte. Sie wurde, wie wir letztendlich wissen, von Harry und Hermine in den verbotenen Wald gelockt und von Zentauren entführt. Allerdings war sie im Heiligtümer des Todes Teil 1 Teil wieder in alter Frische da. The Cursed Child ist zwar nicht meine Lieblingsgeschichte, aber einige Dinge sind durchaus berechtigt. Dolores Umbridge wäre die Schulleiterin von Hogwarts geworden, wenn Voldemort den Krieg gewonnen hätte. Dies ist Gott sei Dank nicht der Fall. Ich könnte mir niemand anderen auf der Stelle des Schulleiters vorstellen, um Kinder zu quälen und reinblütige Rechte zu vertreten. Bestrafungen wären in der Hausordnung und nicht reinblütige Zauberer wären in ein Lager zum Arbeiten gesteckt worden. Es ist letztendlich aber alles anders ausgegangen und Dolores Umbridge kam nicht an die Macht in Hogwarts oder im Zaubereiministerium. Stattdessen ist Folgendes mit ihr passiert. Sie sitzt derzeit im Gefängnis von Azkaban, wo sie seit 20 Jahren inhaftiert ist. Dort hat sie sehr viel Zeit, um über ihre Grausamkeit nachzudenken. Selbst wenn sie heutzutage entlassen werden würde, denke ich, dass sie zu ihrem eigenen Leben zurückkehren würde, also zu ihrer alten, grausamen Art. Hättest du am Anfang des Videos damit gerechnet, dass sie in Azkaban sitzt, oder hättest du gedacht, dass sie begnadigt worden wäre? Was deiner Meinung nach ist fair und angebracht für sie? Schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.